Hallo, willkommen zurück zur Sim Farming Challenge hier auf der Rehbach bei mitternächtlicher Stunde, kann man so sagen, ja. Mit dem lieben Smelly wieder am Start. Servus, grüß euch bei Mitternacht. Genau, nach dem Mittag. Ja. Nach dem Mittag ist Nacht. Ja, richtig. So quasi. So, es ist. Wir fahren mit den Geistern. Ja. Geistererntestunde. Obwohl. So geisterhaft ist die gar nicht, die ist eigentlich recht viel. Jetzt wieder Dry Felder. Ich nehme die Dry. Er nimmt die Nummer Dry. Die Nummer Dry. Dry. Oh, over there. Oh, warte, hier, ich habe den Anhänger noch mit Dings voll. Müssen wir mal kurz gucken. Ui. Mit Sorghumhörse. Oh nee, ich habe auch was zu ernten. So, die sagt nämlich, sie geht nicht höher. Na, dann geht sie mir jetzt verkaufen. Ey, so ein. Das sind 10.000 Liter, die wachsen noch. Der geht höher, aber der geht bestimmt nicht mehr so hoch, oder? Ja. Komm, wir gehen die Sorghumhörse verkaufen, bevor wir anfangen zu ernten. Auf geht's. Wo müssen wir abkippen? Wir müssen. Cockpit? Nein. Abkippseite. Rechts. Ja, passt. Ne, passt nicht. Abkippseite. Und den Kornschieber links darum hin. Smelly, hast du deine Wäsche? Guck mal jetzt, gell? So, fällt runter zum anderen Felder und hol ihn mal ab. Feld 18 ist bestimmt reif, ne? Ne, doch nicht. Nee, doch, gar nicht reif. Nee. Feld 11 müsste das sein, glaube ich. Ah. Das sind 10.000 Liter. Ah, Mist, jetzt habe ich doch. Aber immerhin. Doch verkackt, jetzt muss doch hier unten rumfahren. Und doch anders rumfahren. Aber schnell. Ups. Denn. Der Preis sinkt. So. Knapp unter 3.100. Na, super. Naja. So, was kriegen wir raus? Knapp 40.000. Morgen, 45. Morgen ist irgendwie alles reif. Also da habe ich Feld 18, Feld 19 und da unten das Feld und das Feld 12. Also heute habe ich nur ein Feld zum Ernten. Heute nur ein Feld? Wow. Dafür morgen alles? Da hast du morgen aber gut zu tun. Jo. Habe ich mir auch gedacht. Machst dir ein bisschen extra Stress, ne? Doch. Ganz knapp hier. Name Kiste. So. Alter, Misthaufen ist aber auch schon wieder groß geworden, oder? Kann das sein? Ja, das schaut nur so aus. Schaut nur so aus? Ich denke schon. Ah, ganz kurz. Guck mal. Sind 42.000 Liter. Das reicht nicht mal für ein kleines Feld. Krass. So, by the way. Wir haben uns hier so einen kleinen anderen Anhänger mal geholt, mal gegönnt, wie das Smitty auch. Und können so die Paletten jetzt etwas besser aufladen. Den anderen Anhänger, den haben wir da vorne stehen, den werden wir noch irgendwann verscherbeln. Und dann gucken wir mal. So, mit dem fahren wir erstmal weiter. Es bewegt sich. Yeah. Der Drescher ist leaving this space. The Drescher has left the building. Ja, wirklich. The field. Over in the fields, go marching in. Na, 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 na. Sprichwörtlich Fields of Gold. Kann man fast so sagen. Eigentlich. Sprudel. Genug noch drinnen. Genug so, Sprudel noch drin. Sollen wir ganz kurz schauen. Warte, der hier, das war jetzt das Erntereif. Sojabohnen. Potenzielle Erntemenge 16.000. Ja, komm, gib ihm. Das heißt, ich hätte morgen wahrscheinlich um die
vermutlich um die 100.000 Liter ernten. Ich glaube 40 waren es auf dem 18er Feld. Im 19er wird es ähnlich sein, plus die anderen beiden Felder. Ja, soll hinkommen circa. Krass. Ja, das ist eine erhebliche Menge. Ja, allerdings kommt die Finanzspritze dann erst im Juni, Juli, August die Richtung. Aber bis dahin muss noch überleben. Wobei, ich bin am überlegen, ob ich den, was ich jetzt dann ernte, heute nicht direkt verkaufen soll. Also von wegen, dass du es direkt verkaufen machst, meinst du? Genau. Keine Ahnung. Was soll da jetzt? Da ist dann noch so viel. Ich weiß es nicht. Es ist halt auch die Kohle dann für zwischendurch da, ne? Man könnte sich dann, oh ja, ich glaube, ich werde es verkaufen. Und schauen, dass wir noch ein anderes Feld, eventuell ein etwas kleineres Feld holen. Das wäre sicher nicht verkehrt. Boah, ist das dunkel? Also warte, wir müssen den ja noch... Ich sitze im Lexion, bei mir ist nichts dunkel. Noch das alles aufmachen hier. So, dann Gerät wechseln, einschalten. Der linken Seite müssen wir zuhören, okay? Mal wieder. Ach, bin ich blöd, jetzt fahre ich da runter. Jetzt fahre ich vom letzten Eck ins letzte Eck und das ist falsch. Knapp an der Hängematte vorbei. Boah, geil. Leg dich mal rein für mich, aber es ist kalt, ne? Ja. Das ist im Januar, da ist nicht so mit Hängematte. Keine gute Idee. So. Knapp 800.000. Oh, wir müssen was machen. Ich weiß noch nicht was. Der Mount hat echt drahtlos. 800.000 was? Kohle. Kohle? Mhm. Fällt nicht. Wie sieht das mit Produktion? Tja, gute Frage. Eigentlich Felder, ja, aber noch mehr Felder mit den Gerätschaften gerade wäre nicht gut. Eigentlich müsste es ein bisschen aufgesplittet sein. Neue Geräte plus ein Feld oder so. Du hast ja schon zwei Sämaschinen. Dafür ist die Kohle dann noch ein bisschen wenig, ne? Ja. Gut, die Sämaschine an sich kostet ja fast nichts, ne? Also kostet fast nichts. Was waren es? 50.000? Ist ja relativ günstig. Ja, ich plane ja was anderes. Oder was Breiteres als die, ja, okay, die wir jetzt okay haben. Das ist so mein Ding gerade. Ding, 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 ding. Aber es ist schwierig. Ist jetzt schwierig. Weil wir haben jetzt hier genug Zeit. Wir müssen jetzt drei Felder ernten. Beziehungsweise im Prinzip zwei. Das andere ist ja nur der kleine Streifen. Ein Bonusstreifen. Und erst am nächsten Tag haben wir ja wieder die anderen ganzen Felder. Deswegen, muss echt mal schauen. Schauen, was sich so bietet. Aber auf jeden Fall müsste man eigentlich was machen. Ich überlege ja schon seit der letzten Folge. Neue Aufnahmesession, by the way. Und je mehr Möglichkeiten man hat, desto unentschlossener wird man, habe ich das Gefühl. Irgendwie schon, ne? Deswegen mache ich es einfach frei Schnauze, ohne zu lang zum Überlegen, weil ansonsten, ja. Ja, Stillstand. Richtig. Puh. So, wir sind einmal gleich hier mit dem rum, dann können wir hier den Helfer fahren lassen.
So. Hier ist mal gesperrt. So weit. Gesperrt. So, einmal rum. Da fahren wir einmal ans Ende des Feldes hier und dann lassen wir den Helfer gleich mal hier eine Runde oder die Runden drehen. Den Kerl dann schon mal ändern, ne? So. Du sagst es. So, warte mal, gucken wir mal, was haben wir hier? Steuerung H. Kreisfahrt links, ja, das passt. Und. Auf geht's. Warte doch mal hin. So. Der erntet. Und wir gucken mal, was mit dem Feld ist. Sollen wir was machen? Jo. Müssen nur düngen. Ist doch super. Nur düngen ist cool. Absolut mega. Oh. Eine 3 Meter Sämaschine. So was, was ich früher mal hatte, glaube ich, in der Richtung. Ja, so ähnlich so. Haben wir es gehabt. Ja. So eine wollte ich schon immer mal haben. Ist deine Chance. Könntest du ja direkt mit dem Hürlimann zusammenholen. Ja, wobei der Traktor hat schon Stil. Ja. So, fahr mit dem mal hier hinterher. Eine Runde. Machen wir mal ein bisschen Freestyle. Nicht nur GPS und Co. Einfach mal Freestyle rein da. Danke. So, der ist hier gleich am Ende der Bahn. Dann lassen wir ihn noch einmal quasi nach rechts nochmal abbiegen und dann noch einmal zurück. Am Ende der Bahnenstange. Ah, der macht das auch schön, dass er hier gleich alles den Auswurf gleich wieder so hat. Dass er das entsprechend mitnimmt. Ist doch schon sehr, sehr schön. Sehr gut. So, wollen wir das? Hoffen, dass wir auch gleich vernünftig abtanken können, das wäre auch wichtig. Wir haben schon das ein oder andere Mal so ein paar Abenteuer erwischt, wenn wir, oder erlebt, vielmehr, wenn wir den Drescher abtanken wollten. Oh, ja. Sprintet auf einmal los, fuhr nur durchs Korn. Ich glaube, ich habe den hier auf Anhalten gestellt. Den alternativen Helfer. Dass er anhält. Ja. Ist definitiv besser. So, kann der nämlich jetzt hier schön abtanken. Und jetzt kann er den Rest nämlich, glaube ich, dann komplett so fahren. So 16.000 Liter. Ja, jetzt kann er komplett den Rest ernten hier. Das ist schon mal super. Fahren wir hier mal neben. Düngerstreuer. Ja, das wäre eine Anschaffung, ja, richtig. Düngerstreuer, mal was Neues, was Großes, was Brightes. Was wirklich Großes, ne? Gut, den hier.
Nee, 85.000 gebe ich dafür nicht aus. Dafür haben wir nicht die Felder. Aber hier sowas in der Richtung. Den haben wir ja. Der macht keinen Sinn. Das hier, nee. 25. Nee. Jo, das geht. Ich glaube, das gönnen wir uns mal. Das wollten wir ja schon mal haben. Also, neue Maschine, die wir uns hier mal leisten. Kaufen. Dann geht nämlich alles noch schneller. Schneller! Dazu einen neuen Traktor. Überlegen wir gleich mal. Haben das ins Auge gefasst? Ich weiß noch nicht genau. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ist erstmal das Ende dieser Folge schon wieder. Es geht wieder so schnell rum. Erstmal danke fürs Zusehen an der Stelle. Und falls es ganz gefallen hat, lass du dich hier wie immer gerne ein Like da, gerne einen Kommentar. Und falls noch nicht gemacht, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ganz wichtig. Und ganz wichtig auch, schaut bei mir im Smelly vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung bei Twitch. Da vorbeischauen und followen und abonnieren und später viel Spaß haben. Das wollte ich sagen. Viel spielen wollte ich sagen, aber ja, spielen, ja. Smelly und ich spielen viel. So. Dann sagen wir Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.